Einen wunderschönen Samstagvormittag. Herzlich willkommen bei einer neuen Semifinalrunde zum Kiddie Contest 97. In Kürze betreten weitere vier Youngsters die Bühne des Grauens, denn heute und hier wird es sich entscheiden, wer von ihnen am 23. November beim großen Finale den Kampf um den Kiddie 97 unserer heiß begehrten Siegestatuette ringen darf. Tja, ich würde sagen, Zeit für unsere Starter. Hier kommen Magdalena Punz aus Niederösterreich, Sabrina Rastovic aus dem Burgenland, Stefanie Klavogger aus der Steiermark und Sibylle Bachmeier aus Oberösterreich. Grüß euch! Geht's euch noch halbwegs gut? Ja. Das Zittern hinter der Bühne hat ja nun ein Ende. Jetzt beginnt das Zittern auf der Bühne. Haltet noch ein bisschen durch, denn hier kommt auch schon das Paket geflogen. Und es fällt noch tiefer. Dieses Paket soll mir etwas sagen, nämlich euch etwas zu sagen. Beteiligt euch zahlreich an der TED-Abstimmung, denn mit eurem Anruf dient ihr einem guten Zweck. Dieses Paket ist prall gefüllt mit warmer Winterbekleidung für notleidende Kinder in Österreich. Pro 100 Anrufer spendet die Kiddies Fashion Company ein Paket im Wert von 1000 Schilling für die Aktion Licht ins Dunkel. Die TED-Abstimmungsnummern geben wir natürlich erst bekannt, wenn ihr beide Starter gesehen habt. Ist ja klar. Ich würde sagen, genug der Worte. Unsere erste Starterin steht bereits auf der Bühne. Es ist Magdalena. Im Original ist das Lied When I Die. Bei uns heißt es in der Kiddies-Version ein SOS an Mutter Erde. SOS, hier kommt Magdalena! Auf den Regen und denke nach, warum und weswegen. Ich find keinen Schlaf, zu viele Fragen liegen wie Steine in meinem Magen. Wer hat den Müll einfach ins Meer gekippt? Wo gehen die Tiere hin, wenn's keinen Wald mehr gibt? Was soll der Mist? Kinder sind nicht naiv, wir wissen längst, irgendwas geschieht mit unserer Erde. Magdalena, komm bitte her zu mir, zu einem Gespräch. Hallo, grüß dich, das Schlimmste ist ja jetzt überstanden. Ja. Du, Magdalena, wie bist du zum Kiddie Contest gekommen? Nein, ich habe es also im Fernsehen gesehen und ich habe mich voriges Jahr angemeldet und habe eigentlich heuer gar nicht mehr gerechnet, dass ich heuer beim Kiddie Contest dabei bin. Also wir waren gerade im Urlaub und meine Schwester, die war zu Hause und hat uns angerufen, dass ich beim Kiddie Contest dabei bin. Ich habe mich also sehr gefreut. Du hast dich also sehr gefreut. Du, Magdalena, neben deinen zahlreichen Hobbys, da steht auch Telefonieren. Ja. Ja, ist ein Hobby von dir. Mhm. Steht auch, dass du irrsinnig viele Haustiere hast, eigentlich einen ganzen Zoo. Was sind das für Tiere und wie heißen sie? Also ich habe einen Hund, der heißt Cindy, eine Katze, die heißt Chrissy, einen Hasen, der heißt Wuschel, eine Schildkröte, die heißt Ronja und Fische und die haben keinen Namen. Fische ohne Namen und um die kümmerst du dich alle selbst? Naja, abwechselnd Menschen. Und ich. Du, pass auf, stell dir vor, du machst zu Hause im Kühlschrank, nimmst eine Milchflasche heraus, öffnest sie und raus kommt ein Flaschengeist und der sagt, du hast drei Wünsche frei. Was würdest du dir wünschen? Also eigentlich, dass überall Frieden ist auf der Welt und dass ich so viele Wünsche habe, wie ich will. Und ja, dass es allen Menschen gut geht auf der Welt.
Na, das sind ja drei gewichtige Wünsche. Ich würde sagen, es ist Zeit für unsere zweite Starterin. Du kennst sie ja bereits. Sie tritt jetzt mit demselben Lied an. Es ist Sabrina und hier ist sie mit SOS. Auf den Regen und denke nach, warum und weswegen. Find keinen Schlaf, zu viele Fragen liegen wie Steine in meinem Magen. Wer hat den Müll einfach ins Meer gekippt? Wo gehen die Tiere hin, wenn's keinen Wald mehr gibt? Was soll der Mist? Kinder sind nicht naiv, wir wissen längst, irgendwas geht schief mit unserer Erde. Sabrina, komm doch bitte auch zu mir. Froh, dass es vorbei ist? Naja, es geht. Es geht, du bist zu Hause auf allen Bühnen der Welt. Naja. So ist es wieder auch nicht. Wie bist denn du zum Kiddie Contest gekommen? Na, ich wollte voriges Jahr schon mitmachen, ja, habe dann aber keine Zeit gehabt, etwas aufzunehmen. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich mache heuer mit einfach. Und was hast du dann aufgenommen? The Rose und das Tears in Heaven von Eric Clapton. Auf Video? Ja, und auf Kassette auch. Also beides gleich gemacht in einem. Du, was sind denn deine Hobbys? Also ungarisch tanzen erstmal, ja, Steine sammeln. Ich gehe gern mit Freundinnen weg und so und mit meinem Hund natürlich spielen. Ungarisch tanzen, was ist das? Das ist wie bei uns Volkstanzen, nur eben ungarisch. Also. Du bist in einer ungarischen Volkstanzgruppe? Ja, genau. Und wie oft machst du da mit? Ja, wir haben einmal in der Woche Probe, am Samstag 2,5 Stunden, ja. So, jetzt auch eines würde mich noch interessieren. Du hast auf deinen Fragebogen geschrieben, Lieblingsspeise Chili. Ja, genau. Also der Papa ist Koch und das esse ich gern bei ihm. Es ist so schön scharf und schmeckt mir einfach gut. Also egal was du isst, wenn Chili dabei ist, ist es schon deine Lieblingsspeise. Ja. Gut, also jetzt auch an dich die Frage, wenn du drei Wünsche frei hättest, welche drei Wünsche würdest du dir erfüllen lassen? Naja, also dass es keinen Krieg mehr gibt vielleicht, also dass ich mal Sängerin werden kann. Und einmal zum Whitney Houston nach Amerika. Zu Whitney Houston nach Amerika? Ja, ich würde sagen, Magdalena, komm mal her zu uns. Jetzt kennen wir euch beide ein bisschen. Und jetzt ist der Ball an euch. Ihr müsst euch entscheiden, welche Darbietung hat euch mehr überzeugt. Wenn ihr sagt, es war die Magdalena, dann wählt ihr 0667 707. Wenn eure Favoritin die Sabrina ist, dann wählt 0667 708. Die TED-Wahl kann beginnen, hat jetzt begonnen, die Telefone sind offen. Ihr habt jetzt 20 Minuten Zeit, euch zu entscheiden. Jetzt kommt Harry und die Hendersons. Ich wünsche euch viel Spaß. Nähere Informationen zum Kiddie Contest Semifinale gibt's im ORF-Text auf Seite 305. Hier seid ihr wieder beim Semifinale zum Kiddie Contest 97. Ihr hattet jetzt 20 Minuten, euch zu entscheiden, wem ihr eure Stimme gebt. Der Magdalena oder der Sabrina. Die beiden haben einander ja in den letzten Tagen bereits kennengelernt und Freundschaft geschlossen. Aber gewinnen will doch jede von euch. Seid ihr bereit? Wollt ihr es wissen? Ja. Dann würde ich sagen, schauen wir uns das Endergebnis der TED-Abstimmung an. Hier kommen die Balken und...
ganz knapp 51%. Sabrina, damit bist du im Finale zum Kiddy 97. Magdalena, du gratulierst dir, das finde ich nett von dir. Wir haben auch eine Menge Preise für dich. Wir haben für dich ein Konfetti-Snowboard. Dazu passend eine Schneebrille, die Konfetti-Mattscheibe genannt, eine VHS-Kassette deines Auftritts heute bei uns und deine Auftrittskleidung von der Kiddies Fashion Company darfst du außerdem behalten. Und super, dass du es überhaupt geschafft hast, die Beste unter den 24 Besten von 500 zu sein. Super, Magdalena. Sabrina, dich sehe ich im Finale wieder und jetzt schauen wir mal, wie es mit den Kiddycare-Paketen ausschaut. Ihr wisst, eure Anrufe haben gezählt und ich sehe, es sind 25 Pakete, die an die Aktion Licht ins Dunkel gehen. Das sind Kiddycare-Pakete im Wert von 25.000 Schilling. Aber es geht noch weiter, denn ihr habt eine zweite Chance anzurufen und mitzuentscheiden, denn die nächste Starterin steht bereits auf unserer Showbühne. Es ist Stephanie und sie stellt euch die Kiddy-Version von Break My Stride vor. Hier kommt Stephanie mit Ich möchte nie erwachsen sein. Mit ihren tausend Pflichten, jeden Tag dieselbe Leier, das ist hart. Den Ernst des Lebens hätte ich mir gern erspart. Hör zu, ich möchte nie erwachsen sein. Bei Metabellen sag ich nein, oh nein. So schlimm ist nicht mal Schule. Ich möchte nie erwachsen sein. Bohr ich einen Zahn der Zeit. Nein, nein, so schlimm ist nicht mal Schule. Stephanie, düs herüber zu mir. Ich will noch einiges von dir wissen. Schön, dass es vorbei ist, hä? Ja, schon. Ja, wie bist denn du zum Kiddy Contest gekommen? Naja, ich habe vor einem Jahr schon eine Kassette eingeschickt mit einem Lied von mir. Also wir haben keine Antwort darauf bekommen, weil wahrscheinlich war ich noch zu jung. Und dann haben wir auf einmal einen Brief bekommen, dass ich doch dabei bin. Und das war eigentlich ziemlich lustig für mich dann, die Proben und so. Also du hast heuer gar nichts eingeschickt, sondern voriges Jahr und da warst du noch zu jung? Ja, aber sie haben gesagt, sie wollen es nicht wegschmeißen, sie wollen es aufheben. Und sie haben es tatsächlich aufgehoben und konnten sich deiner erinnern. Du, was möchtest du denn einmal werden? Ich habe gelesen, Malerin. Ja, also Seidenmalerin ist mein Hobby und ich mag es gern. Und wie bist du denn dazu gekommen? Naja, ein Kollege von meinem Papa, der hat eine Frau und die ist Malerin. Und die hat mir mal eingeladen, ein Bild zu probieren. Und seitdem macht es mir Riesenspaß. Und da gehe ich immer hin, wann ich halt Zeit habe. Super. Du, pass auf, stell dir vor, ein Flaschengeist will dir drei Wünsche erfüllen. Was wäre denn das? Naja, ich hätte gerne ein Haustier zum Beispiel oder einen eigenen Fernseher in meinem Zimmer oder eben eine eigene CD von mir. Eine eigene CD. Das sind also die drei Wünsche von Stephanie. Und jetzt schauen wir mal zur Konkurrenz. Denn, oder wie sagt man so schön, deine Mitbewerberin. Du hast sie bereits kennengelernt, jetzt ist es Zeit, dass wir sie kennenlernen. Auf der Bühne steht bereits Sibylle, auch mit dem Lied Ich möchte nie erwachsen sein. Leier, das ist hart. Den Ernst des Lebens
eins hätte ich mir gern erspart dazu. Ich möchte nie erwachsen sein. Beim Älteren sag ich nein, oh nein. So schlimm ist nicht mal Schule. Ich möchte nie erwachsen sein. Boah, lächeln an der Zeit. Nein, nein, so schlimm ist nicht mal Schule. Beim schönsten Wetter sitzt du im Büro. Und im Verlauf der Jahre verlierst du deine Haare. Der Bauch, der passt in keine Hose mehr. Und hast du Kinder, ist die Brieftasche leer daher. Ich möchte nie erwachsen sein. Beim Älteren sag ich nein, oh nein. So schlimm ist nicht mal Schule. Ja, dann hast du keine Pickel mehr, aber Falten. Und du musst neue Zähne her, statt der alten. Irgendwann ist der Verfall nicht mehr aufzuhalten. Keine sieht dir da noch hinterher, ist das fair? Nein, ich möchte nie erwachsen sein. Beim Älteren sag ich nein, oh nein. So schlimm ist nicht mal Schule. Ich möchte nie erwachsen sein. Boah, lächelt's an der Zeit. Nein, nein, so schlimm ist nicht mal Schule. Ich möchte nie erwachsen sein. Sibylle, komm her zu mir. Ein Gespräch brauche ich noch. Hallo, grüß dich. Du! Wie bist denn du zum Kiddy Contest gekommen? Also meine Oma hat den 70er gehabt und da wird zum Geburtstag ein Lied getextet, nur für sie. Und ja, und die Musik habe ich von der Petra Frey genommen. Und das habe ich dann eingeschickt. Und dann bin ich ins Tonstudio gekommen, haben das Lied aufgenommen und jetzt bin ich da. Das ist ja wie die Karriere von Elvis Presley. Die begann ja angeblich auch mit einem selbst komponierten Lied für seine Mutter. Du! Deine Hobbys sind ja Singen und Tanzen und du bist überhaupt schon ein paar Auftritte gewohnt. Ja, also zum Beispiel von meinem Papa und von meinem Onkel, die Firma, da habe ich schon mal aufgesungen. Bei so Firmenfesten, bei meiner Oma zum Geburtstag, ja. Und was singst du da so? Also Petra Frey und Claudia Junglieder, weil ich bin ein recht großer Fan von ihr. Und selber möchtest du auch einmal? Sängerin werden. Sängerin werden, ja. Du, auch zu dir kommt jetzt der Flaschengeist und erfüllt dir drei Wünsche. Die wären? Also, erstens mal, dass alle gesund bleiben. Das ist das Wichtigste. Ein Pferd und verschollen auf einer einsamen Insel. Du wirst gern verschollen auf einer einsamen Insel sein. Heu. Ja, also ich würde sagen, komm doch bitte nochmal zu mir. Denn jetzt liegt die Entscheidung bei euch wieder. Da seid ihr ja. Entweder ihr sagt, Stefanie bekommt meine Stimme. Dann wählt ihr 0667 707. Oder ihr entscheidet euch für Sibylle. Dann ist es 0667 708. Ihr habt 45 Minuten Zeit, euch zu entscheiden. Naja, Stefanie oder Sibylle, wir werden es dann erfahren. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit einer neuen Folge von Alles okay, Gorki. Bis später. Nähere Informationen zum Kiddy Contest Semifinale gibt's im ORF-Text auf Seite 305. Hier seid ihr wieder beim Semifinale zum Kiddy Contest 97. Zeit der Entscheidung. Tja, wer wird's? Die Stefanie oder die Sibylle? Ich nehme an, ihr wollt es jetzt auch gern wissen. Ich würde sagen, dann schauen wir uns das TED-Endergebnis an. Und da hinten laufen jetzt die Balken. Stefanie und Sibylle. Wer wird es werden? Wer steht im Finale? Es ist wieder sehr knapp geworden. Und es ist die Stefanie. Ich gratuliere dir. Du hast gewonnen. Sibylle, gratuliere dir. Das ist fein von dir. Du, war eine tolle Leistung. Und wir haben für dich auch einige Preise vorbereitet. Das Konfetti-Snowboard. Dazu passend die Konfetti-Mattscheibe. Eine VHS-Kassette deines Auftritts hier heute und deine Auftrittskleidung darfst du auch behalten. Danke. So, und jetzt schauen wir uns mal noch die beiden Siegertitel von heute an. Von Mutter Erde am großen Sternenmeer ist wer in Not. Noch ist es Zeit, um umzukehren. Unser Boot.
sind sie also, unsere beiden Siegerinnen, die Sabrina und die Stefanie. Wir sehen uns ja im Finale wieder. So, und ich würde sagen, es wird Zeit, der Endstand der Kiddycare-Pakete. Es sind 63 Kiddycare-Pakete, die für die Aktion Licht ins Dunkel. Zu der Aktion, noch, dass ich es noch rausbringe, Lichter ins Dunkel zugute kommen. Ich glaube, wir lassen das mit den Kiddycare-Paketen für heute und versammeln uns alle mal drüben. Ich sehe, es ist noch Zeit genug für ein kleines Aufblitzen von Allgemeinbildung. Ich dachte ja bisher immer, ich hätte einen Blutzer. Weit gefehlt, ich habe erst seit gestern einen Blutzer. Die Sabrina hat mir nämlich einen mitgebracht. Das hier ist ein Blutzer. Was hat es damit auf sich? Ja, früher haben die Bauern das genommen. Die haben da Wein oder Wasser. Ja, die haben es einfach zum Feld mitgenommen. Und der wird wo erzeugt? Ja, ein Staub. Das ist eine Keramikgemeinde. Bei euch zu Hause, deswegen hast du ihn uns auch mitgebracht. Die Ivana, unsere Choreografin, hat mir übrigens noch erzählt, ein Blutzer sei jemand, der immer was anstellt oder sich besondere Frechheiten leistet. So, also mit diesen Perlen mitteleuropäischer Weisheit verabschiede ich mich von euch. Vielleicht erzähle ich euch noch nächste Woche, seht ihr die Bianca Turka und die Pia Hirzer mit Pleitegeier und die Sabrina Winkovic und den Paul Pfleger mit Bleich. Ich würde sagen, Zeit, um eine große Verabschiedungswinkerei noch in die Kamera zu machen. Grüß euch, ich wünsche euch eine schöne Woche und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dann, ciao.